Hallo und herzlich willkommen zu HitDice. Mein Name ist Dustin und im heutigen Video habe ich euch wieder 10 Tipps mitgebracht. Dieses Mal habe ich mir auch Mühe gegeben, dass sie von Anfang bis Ende spannender werden. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Tipp Nummer 1, und ich habe ja gesagt, am Anfang wird es noch nicht so super spannend, aber ich werde das immer mal wieder gefragt. Wenn ihr hier auf eurem Notizbuch seid, dann könnt ihr, wenn ihr über das Plus geht, diese Artikel auch austauschen. Falls euch das nicht bewusst war, hier könnt ihr dadurch auch Ordnung schaffen. Tipp Nummer 2, weil ich das auch ein paar Mal schon gefragt worden bin, wie ist das eigentlich, wenn ich eine Fähigkeit habe, mit der ich beim Schadenswürfeln zum Beispiel einen minimalen Wert nicht erreichen kann? Wenn ich also einen D6 werfe, kann ich keine 1 würfeln. Wie kann ich dieses Problem umgehen? Relativ einfach, wenn wir auf dem Chat sind, geben wir jetzt mal ein, /R für den Wurf, dann wollen wir einen D6, dann wollen wir einen Reroll der 6 und dann geben wir einen plus 1. Das sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn eine 6 gewürfelt wird, die neu geworfen worden ist, das ist hinten die 1, die wir wieder wegnehmen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn wir jetzt 6 plus 1 rechnen, könnten wir eine 7 werfen. Also würden wir alles zwischen 2 und 7 erwürfeln. Die 6 wollen wir aber nicht. Bei der 5 plus 1 erreichen wir aber genau diese 6, allerdings auch mit der 1 plus 1. Das heißt, wir werfen diesen Wurf jetzt einfach 10 Mal. Um das Ergebnis auch direkt zu sehen. Und ihr seht, die Sechsen sind jeweils rausgekegelt worden und wir haben nur Ergebnisse zwischen 1 plus 1 bis 5 plus 1 und damit alle Werte zwischen 2 und 6. Tipp Nummer 3, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, Dustin, woran liegt das eigentlich? Ich habe irgendwann mal was fertig gemacht mit meinen Charakteren und jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Charakter rausziehe, dann hat er irgendeinen Wert, den will ich da eigentlich gar nicht mehr so haben und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Das hat was mit dem Default Token zu tun. Das heißt, wir gehen mal auf unser Notizbuch und wir nehmen jetzt einmal diesen Zombie. Wenn wir den Zombie rausziehen, dann hat der hier jetzt einen Wert von 22 HP und wir wollen ja möglicherweise, dass unsere Zombies mit der Zeit stärker werden, also geben wir ihm einen höheren Wert. Das heißt, wir tragen jetzt hier mal ein, der hat 30 HP. Das Ganze können wir jetzt durch Enter-Taste bestätigen. Jetzt gehen wir hier auf unseren Zombie, gehen auf Edit und das ist ja jetzt sozusagen unser markierter Token, das heißt, den removen wir. Und wenn wir jetzt hier gehen auf Use Selected Token, dann ist das von jetzt an unser Standard-Token. Speichern wir das Ganze also und ziehen unseren nächsten Zombie raus, dann hat dieser Zombie 30 HP. Tipp Nummer 4. Der Turn Tracker kann auch rückwärts zählen. Also angenommen, wir haben folgende Situation. Ihr habt einen Kampf, da ist unser Feind drin. Unsere Spieler sind möglicherweise noch nicht integriert. Wir geben dem jetzt mal einen Initiativewert von, keine Ahnung, 15, völlig egal. Und wir wollen als nächstes noch unsere Frostaura auf den wirken lassen. Und diese Frostaura, die hält aber nur 10 Runden. Das heißt, wir geben jetzt hier einen Wert von minus 1 ein, das fügen wir so hinzu und jetzt geben wir hier eine 10. Das heißt, nach 10 Runden soll diese Frostaura entfernt worden sein. Das heißt, jetzt greift unser Feind an, jetzt greift die Frostaura an, jetzt kommt wieder unser Feind, jetzt greift wieder die Frostaura und so weiter, bis irgendwann der Wert von 0 erreicht ist und dann könnt ihr die Frostaura einfach entfernen, denn dann wisst ihr, sie ist raus aus dem Spiel. Tipp Nummer 5 und ab jetzt wird es ein bisschen spannender, denn jetzt kommt der coole Kram. Wir können Bilder in Handout-Beschreibungen reinpacken bzw. in Charakter-Beschreibungen. Das sind also zwei Tipps, die ich euch jetzt bringe. Wir fangen an mit den Charaktern und dafür nehmen wir einmal nochmal unseren Zombie. Wir machen also unseren Zombie auf mit Alt und Doppelklick, damit wir auf die Bio und Info kommen. Dieses Bild wollen wir jetzt kopieren und jetzt gehen wir hier auf Edit und packen hier unten in die Bio und Info dieses Bild rein. Speichern das Ganze jetzt und jetzt seht ihr hier unten in der Info, wir sind ja nicht mehr im Edit-Bereich, ist dieses Bild von dem Zombie drin. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt hier ein anderes Bild reinmachen. Wir tauschen also dieses Bild einmal aus von dem Zombie. Wir nehmen dafür, sagen wir mal, diesen Geist. Dann können wir ja zum Beispiel diesen Geist einfach hier rüberziehen, austauschen, kopieren, Grafik kopieren. Und hier unten neben unserem Zombie, sobald er mich klicken lässt, einfügen. Save Changes. Dauert wieder einen kleinen Moment, weil das Bild relativ groß ist. Und jetzt haben wir unseren Geist und unseren Zombie hier in der Beschreibung drin. Das heißt, das ist eigentlich das Charakterbild und das ist der Zombie, der nach oben gerutscht ist. Und so könnt ihr in diesen Character Sheets alle möglichen Bilder implementieren,
die ihr da irgendwie mit reinbringen wollt und das mit Text kombinieren. Das ist dann allerdings immer so, dass das Bild auf der einen Seite ist und der Text darunter. Das ist also nicht ganz so super toll zum Formatieren. Tipp Nummer 6, dasselbe können wir auch mit Handouts machen. Wir gehen jetzt also auf ein neues Handout, die Mysterious Note. Und da können wir jetzt etwas reinfallen lassen. Wir nehmen jetzt also einfach mal unser Zombie-Bild wieder. So, wenn wir das jetzt also kopieren, dann können wir es hier unten in der Description auch wieder einfügen. Speichern wir das Ganze einmal. Seht ihr, hier unten in der Description ist das Zombie-Bild jetzt auch drin. Und wenn wir jetzt also dieses Bild hier oben immer wieder austauschen, können wir es hier unten immer wieder einfügen, damit ihr verschiedene Bilder auch in ein Handout bringen könnt. Tipp Nummer 7. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz da angekommen, wo man alles überall Bilder hinmachen kann. Denn ihr könnt zum Beispiel auch sagen, wir nehmen unseren Zombie jetzt hier, wir gehen auf sein Character Sheet und wir möchten diesen Slam-Angriff einmal ausführen. Der sähe dann so aus. Jetzt möchten wir daran etwas verändern. Und zwar wollen wir da ein Bild mit reinnehmen. Das heißt, wir geben jetzt hier einen Buchstaben, einen random Buchstaben, weil er jetzt gleich verschwinden wird. Dann Slam, dann eine runde Klammer auf und eine geschlossene Klammer, damit wir sie gleich nicht vergessen. Und dazwischen kommt jetzt ein Bild. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal unseren Zombie aus dem Mysterious Note. Also Edit, Grafikadresse kopieren, zumachen. Dann können wir jetzt die Grafikadresse hier reinpacken. Jetzt müsst ihr noch darauf achten, dass ganz hinten .png steht, damit das weiß, dass das eine Bilddatei ist. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann seht ihr, dass hier zwar ein bisschen der Name durcheinander geraten ist, also hier ist jetzt dieses Sonderzeichen mit drin, dafür haben wir aber auch ein Bild von unserem Zombie über unserem Slam-Angriff, damit die Spieler immer ganz genau wissen, wer eigentlich jetzt gerade auf ihre Nase draufgehauen hat. Und Tipp Nummer 8, das Ganze funktioniert auch mit GIFs. Ein GIF müsstet ihr also irgendwo von irgendeiner GIF-Seite suchen, das habe ich einmal gemacht. Und dieses GIF setze ich jetzt hier ein, also ich ersetze genau den Text, den ich vorher für das Bild genommen habe, mit dem GIF. Das heißt, ihr seht hier hinten auch schon von Giphy.gif ist das Ganze. Und wenn wir das jetzt so festsetzen und ihr seht, ist es genau das Gleiche, also X, Slam, da könnt ihr im Prinzip hinschreiben, was ihr wollt. Aber ihr wollt ja, dass dieser Name des Angriffs zum Beispiel erhalten bleibt, damit ihr das noch zuordnen könnt. Und hier kommt jetzt einfach nur der Link zu der GIF-Datei. Wenn wir das so auslösen, dann kriegt ihr das Ganze sogar mit einer animierten GIF-Datei angezeigt in eurem Explorer. Und außerdem blockiert ihr damit nicht euren Bibliotheksspeicher. Tipp Nummer 9 hat etwas damit zu tun, dass man auch interaktive Hintergründe gestalten kann und ich will euch bald in Videos zeigen, wie das Ganze geht. Auf die Idee bin ich gekommen wegen eines Pakets, das ich aus dem Shop habe, aus dem Marketplace, das Faelite Forest and Darkwell Caverns Token Paket. Das habe ich auch in einem Review-Video bearbeitet. Ich weiß nicht, ob das Review-Video schon draußen ist, sonst kommt es wahrscheinlich sehr zeitnah für euch raus. Guckt es euch auf jeden Fall an, das Ding ist richtig, richtig cool und grundsätzlich zeige ich euch einmal, was das Ganze eigentlich ist. Wie dieser Hintergrund hier, den wir auf der Kartenebene haben, ist gar nicht einfach nur ein Kartentoken, sondern ihr seht, es ist ein Mehrkant-Token, das heißt eine Zufallstabelle. Und wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen eine Seite wählen. Ich habe dieses Schachbrett also einmal in Pink und einmal in Schwarz fertig gemacht und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr macht das mit einer Karte, die gibt es einmal bei Tag und einmal bei Nacht. Dann könnt ihr damit relativ einfach rüber switchen für eure Spieler, ohne dass ihr die Page-Ebene verändern müsst und eure Token bleiben alle überall schön so stehen, wo sie vorher waren, mit allem drum und dran. Das ist auf jeden Fall eine fancy Sache und das könnt ihr natürlich dann jederzeit entsprechend auch wieder verändern oder zufällig einblenden, wenn ihr zum Beispiel mehrere Wettereffekte reingebaut habt und nicht selber entscheiden wollt, welches Wetter die Karte gerade habt, ihr das aber vernünftig vorbereitet habt auf eurer Karte. Und jetzt kommt Tipp Nummer 10, der richtig fancy Kram sozusagen zum Schluss wieder. Wir gehen auf unseren Misty-Token hier und gehen jetzt einmal rüber zu den Attributes und Abilities. Wir müssen jetzt Folgendes machen. Erstmal müssen wir 2, 3 Abilities anlegen, damit ihr gleich überhaupt sehen könnt, was das Ganze ist. Dafür nehmen wir was super, super Einfaches. Wir nehmen einfach den Wurf von einem W20, dann das Ganze als einfacher Befehl. Ein D20. Fertig. Dann machen wir noch einen zweiten, ein D6, schön, ein D6. Da tragen wir dann jetzt hier unten ein, wieder dasselbe, ein Ausführbefehl, ein D6 und dann zum Beispiel noch einen weiteren und wir nennen das jetzt mal Zombie-Angriff. So, und Zombie-Angriff ist ein Shoutout, der kommen soll. Die Zombies kommen. So, also,
Jetzt machen wir mit folgendem weiter. Wir haben jetzt drei Abilities angelegt und die wollen wir jetzt mit einem weiteren Ability abrufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf. Das nennen wir jetzt zum Beispiel Info. Und jetzt geben wir ein /w gm, dass nur uns das erreicht. Jetzt setzen wir eckige Klammern und schreiben da rein 1w20, weil unser Makro so heißt. Und wir setzen dahinter, weil wir jetzt gleich sozusagen eine Weiterleitung haben wollen, die runden Klammern. Jetzt setzt ihr bitte folgendes Symbol, diese geschweifte Minus-Sache da. Ich weiß nicht ganz genau, wie dieses Symbol eigentlich heißt. Und dahinter setzen wir jetzt nochmal den Namen, das heißt 1w20. So, das Ganze machen wir jetzt noch zweimal. Das heißt, ich kopiere die einfach hintereinander und tauschen jetzt hier nur die Begriffe aus. Das heißt, hieraus wird 1w6. Hieraus auch nochmal ein W6 und hieraus wird der Zombie-Angriff. Das Ganze können wir jetzt speichern. Show as Token Action, können das hier zumachen. Wenn wir jetzt auf Misty klicken, haben wir hier oben den Info-Button und jetzt achtet mal unten rechts auf den Chat. Wir haben jetzt drei Button angelegt bekommen. Das ist dadurch eingeleitet worden, dass wir dieses Symbol davor eingegeben haben. Und das löst für uns aus den Abilities jetzt Ability-Makros aus. Das heißt, wenn ich jetzt hierauf klicke, dann kriege ich den Wurf 1w20. Und wir haben auch noch einen Crit geworfen. Ist ja auch kritisch cool. Wieso eigentlich immer bei diesem 10. Tipp? So, dann 1w6. Hier wurde jetzt ein 2 gewürfelt und wenn ich auf Zombie-Angriff gehe, dann kriege ich den Shoutout, die Zombies kommen. Und so könnt ihr super, super viele Informationen jetzt über diese Ability-Makros anlegen und die über ein einfaches Textfeld für euch so ausspucken lassen. Das seht jetzt nur ihr. Ihr könnt den Spielern dann diese Sachen rauspoppen. Ihr seht ja, das sind Informationen, die sind jetzt zwar an den GM gegangen, aber sie sind blau hinterlegt. Das heißt, die Spieler können das Ganze auch sehen und damit total cooles Zeug basteln, um einfach eine riesen Schalttabelle für euch zum Beispiel zu machen, wenn ihr ganz viel vorbereiten wollt, um ganz viele Informationen für euch rauszuhauen. Oder ihr habt da Gegnerhorden, ihr könnt das Ganze natürlich noch unterteilen, damit ihr da zum Beispiel, wir machen das einmal exemplarisch, wenn wir das jetzt hier zum Beispiel so gestalten, wir sagen, das sind jetzt hier diese Sachen, dann wollen wir noch eine Info, das sind die Angriffe. Jetzt haben wir das Ganze schon schön ein bisschen gegliedert, können das Ganze nochmal speichern, lösen das nochmal aus und ihr seht, jetzt haben wir hier sozusagen Überschriften, das sind die Angriffe, das ist die Info-Zombie-Angriff und so könnt ihr das Ganze total schön durchstaffeln, so wie ihr das haben wollt. Wenn diese 10 Tipps euch gefallen haben, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Tipps-Videos sehen wollt oder andere Videos, von denen ich zum Beispiel gerade schon erzählt habe oder die in Zukunft noch kommen oder wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was ich mit diesem Schachbrett vorhabe, dann lasst doch ein Abo da, damit ihr auch meine zukünftigen Videos nicht verpassen werdet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.